Herzlich willkommen bei der Expo 1200 Grad. Ich möchte uns kurz vorstellen. Am Ball mein Kollege Michael Mohnes. Herzlich willkommen. Im Hause Botanment fürs Produktmanagement Fliese zuständig. Mein Name ist Andreas Vierke. Ich bin im Hause Botanment für den Bereich Bauplatten und Nass- und Feuchtraumlösungen im Produktmanagement zuständig. Und wir begrüßen Sie heute recht herzlich. Und ich freue mich insbesondere über ein Trendthema vorzustellen. Dieses Trendthema, jeder kennt das, barrierefreie Duschen beziehungsweise auch der moderne Duschplatz. Darüber reden wir nicht wie in der Vergangenheit von der 90x90 Stadionmalietasse, sondern wir haben große Wellness-Oasen, 1,80 Meter, 2 Meter lang. Und die setzen sich durch in der modernen Badarchitektur. Wenn man sich das anschaut in den Ausstellungen, also im Prinzip ist das das Mega-Trendthema. Was immer ganz wichtig ist, beziehungsweise wo wir uns, was wir Ihnen heute gerne vorstellen möchten, ist, was ist für den Fliesenleger in diesem Bereich zu beachten? Welche Abdichtungsnorm? Ich glaube, da wirst du uns gleich vorstellen. Welche muss er beachten dazu, beziehungsweise welche anderen Merkwörter gibt es dazu? Ja, ich habe da mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Also die Abdichtung von Fliesen und Platten ist seit Juli 2017 eine genormte Bauweise. Das heißt, die ist geregelt in der 18534 unter anderem für den Innenraumbereich. In der Vergangenheit war die Verbundabdichtung keine normative Bauweise. Es gab dennoch ein Regelwerk, ja, zum Beispiel das Fachverband vom, das Merkmal vom Fachverband Fliesen Naturstein. Ja. Und wie gesagt, neuerdings jetzt auch, weil die neue Norm natürlich auch entsprechende Lösungen geschaffen hat, die gleichzeitig auch eine Schnittstelle zwischen dem Gewerk Fliesenleger und SHK-Fachbetrieb darstellen, auch noch ein gemeinsames Merkblatt zur Schnittstellenkoordination im Bereich Nass. Ja. Das hört sich ja sehr interessant an. Gerade, glaube ich, insgesamt Schnittstellenkoordination mit SHK-Fachmann gab es ja in der Vergangenheit, beziehungsweise gibt es heutzutage oftmals wieder Diskussionspunkte. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, es waren einige Dinge, die wir gleich noch feststellen werden im Zuge der Präsentation, die halt nicht ganz klar geregelt waren. Hier haben halt einfach beide Fachverbände gesagt, wird ist erforderlich, dass wir ein gemeinsames Dokument erstellen, dass auch jeder letztendlich seinen Aufgabenbereich kennt. Ich habe hier mal ein paar Auszüge aus der Norm mitgebracht. Ja. Ich sage mal, es ist natürlich ein großes Regelwerk. Ja. Wir können jetzt hier auch nur so ein bisschen die Essenz ausziehen und mal ein bisschen über die wesentlichen Themen reden. Also zum einen finde ich ein ganz wichtiger Punkt, die zugelassenen Abdichtungsstoffe. Ja. Wenn wir aus der Vergangenheit kennen wir schon die flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesenplatten, zum Beispiel die Polymerdispersion, mineralischen Dichtschlämme und die Reaktionsharze. Neu aufgenommen worden sind die bahnförmigen Abdichtungsstoffe, quasi unsere A und E, die Abdichtung über den Kopplungspannen. Die war vorher auch schon im ZTB-Merkblatt angedeutet oder auch geregelt, aber war immer noch eine Sonderbauweise. Jetzt mit der neuen Abdichtungsnorm ist es, wie gesagt, eine normative Bauweise. Gerade diese Bahnen sind ja mittlerweile am Markt sehr etabliert. Auf jeden Fall, sehr populär. Ich sage mal, die haben natürlich auch den Vorteil, ich muss zum Beispiel keine Schichtdickenkontrolle machen. Ja. Ich habe einen schnellen Baufortschritt. Von daher werden die sehr gerne vom Kunden halt auch eingesetzt, weil sie dann einfach auch ein Problemlöser darstellen. Ja. Und ich glaube, wir haben da noch einen kleinen Vorteil. Den Überlappungsschluss, den machen wir. Die Überlappung, Die wird bei uns ganz normal mit Fliesenkleber ausgeführt. Oh. Also wir müssen keine zusätzlichen Dichtmittel einsetzen. Okay. Erspart dem Kunden natürlich auch nochmal, dass er halt hier verschiedene Materialwechsel hat. Ja, ich denke, das ist hochinteressant. Ja, und neu hinzugekommen sind auch die plattenförmigen Abdichtungsstoffe, wie zum Beispiel unsere Bauplatte, Botanment-Bauplatte. Genau, das ist auch dazugekommen. Das Schöne ist dabei, wir haben uns auch im Hause Botanment dafür entschieden, wir hatten ja in der Vergangenheit mit der ETAG, wir sind nochmal hingegangen, haben eine nationale Zulassung erwirkt, und zwar haben wir ein Prüfzeug für unsere Bauplatten und unsere Duschbolz, damit das nochmal vereinheitlicht und, glaube ich, besser dargestellt wird für den deutschen Markt. Also komplett geprüftes und geregeltes System. Genau, wir haben ein komplett geprüftes, geregeltes System für die unterschiedlichen Wassereinwirkungsklassen, die du, glaube ich, uns ganz kurz vorstellen willst. Und so habe ich natürlich auch wieder einen großen Vorteil. Beim Einsatz der Botanment-Bauplatten spare ich mir die Verbundabdichtung. Ja, perfekt. Aber du hast schon das richtige Stichwort gegeben, Wassereinwirkungsklassen. Ja. Habe ich auch mal einen kleinen Auszug mitgebracht. Ich sage mal, hier haben sich Begrifflichkeiten etwas verändert. Man muss sagen, es ist eigentlich komplettes Regelwerk bearbeitet worden, nämlich die 18194, die damals für Bauwerksabdichtung galt. Und ich sage mal, die 18534, die den Fliesenleger im Innenbereich betrifft, ist da auch mit aufgenommen worden. Ja. Und man hat sich also auch darauf geeinigt, dass man grundsätzlich in allen Regelwerken über Wassereinwirkungsklassen spricht. Das heißt, man hat eine Begrifflichkeit, das finde ich sehr positiv. Und wie wir hier sehen, in der 18534 gibt es letztendlich vier verschiedene Wassereinwirkungsklassen, die alle mit W bezeichnet sind. Und je nach Beaufschlagungshäufigkeit des Wassers, mit geringer oder mäßiger oder auch hoher oder sehr hoher Beaufschlagung, steigern sich die Klassen dann natürlich auch entsprechend. Wie gesagt, geht von W0i bis W3i. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass wir gerade in Bereichen, wo wir natürlich auch alternierende Reinigungen haben, wie in Großküchen oder Schwimmbädern zum Beispiel, wo viel mit Lauch und Säure gereinigt
eigentlich wird, dass hier halt auch noch eine Anforderung geben kann, an die Chemikalien bestehen. Okay. Ne? Heute reden wir über das häusliche Badezimmer bzw. um den Duschplatz. Ja. In welchem Bereich befinden wir uns da? In welcher Wasseranwendungsklasse? Ja, das ist ein spannender Punkt. Also gerade wenn wir über den Bereich bodengleiche Dusche sprechen, haben wir natürlich hier auch einen hochbeanspruchten Bereich. Wir sehen hier in den Regelwerken gibt es zweimal den Hinweis darauf, auf Bodenflächen mit und ohne Ablauf. Hier ist wichtig zu wissen, dass wir bei W1i quasi von einem Notüberlauf, sage ich mal, wie wir ihn kennen aus älteren Bädern, ich sag mal, wo auch noch die Waschmaschine drinsteht, wo der Schlauch mal platzen kann. Hier soll quasi den Havariefall vorgesehen werden. Wenn wir über den direkten Bereich der bodengleichen Dusche sprechen, dann reden wir immer über die Wassereinwirkungsklasse mindestens W2i, ja, in Sammelduschen oder wo noch höhere Beauftragung sogar von W3i. Und hier ist also wichtig, W2i ist hier das Maß aller Dinge. Ich habe dazu mal auch noch zwei Beispiele mitgebracht. Okay. Zwei Auszüge aus der 18534, die jetzt, sage ich mal, nur so als Schaubild quasi da sind. Also du kannst dir vorstellen, es gibt etliche Situationen, klar, Duschen neben der Tür oder halt auch andere Situationen. Aber hier ist mal das Grundprinzip dargestellt. Und ich sage mal, wir sehen jetzt zwei gleiche Badsituationen. Allerdings, wenn wir der Legende entnehmen, haben wir zwei verschiedene Grautöne. Nämlich einmal für W1i und einmal für W2i. Und ich sage mal, worin unterscheiden die sich? Naja, auf der linken Seite, das, wo quasi noch eine Glastür eingezeichnet ist, habe ich einen wirksamen Spritzschutz. Okay. Also bedeutet, ich sorge dafür, dass Wasser nicht aus der Dusche austreten kann, beziehungsweise gehindert wird beim Austreten. Ja. Während ich auf der rechten Seite, da habe ich überhaupt keinen wirksamen Spritzschutz, da ist erstmal gar nichts eingezeichnet. Ja. Hier muss ich davon ausgehen, dass Wasser quasi auch aus dem Bereich der barrierefreien Dusche raustreten kann. Ja. Und hier muss ich natürlich dann auch erhöht schützen, indem ich dann hier quasi den gesamten Bodenbereich mit W2i ausführe. Okay. Was ist denn, sehen wir natürlich schön am Schaubild, wenn der Fliesenleger auf die Baustelle kommt und er noch keine Informationen dazu bekommen hat, was passiert da später? Kann natürlich auch ein Mietobjekt sein, da muss der Mieter für den entsprechenden Spritzschutz sorgen. Also welche Wassereinwirkungsklasse soll er da annehmen? Sehr guter Hinweis. Also grundsätzlich regelt die Norm schon mal, wer das Ganze festzulegen hat, nämlich der Planer. Das ist einer der ersten Sätze in der Norm. Hier hat man quasi den Planer die Verpflichtung auferlegt, das Ganze einzuschätzen bzw. zu bewerten. Ja. Wenn der Fliesenleger jetzt selber in der Sanierung tätig ist zum Beispiel, ist er der Planer. Okay. So, das ist genauso, wie du gerade sagst, wenn die Situation nicht erkennbar ist oder ich nicht weiß, kommt da eine Glastrennwand rein mit einer Gummilippe unten, die das wirklich sauber abschließt, kommt hier nur ein Duschvorhang rein, würde ich immer, um sicher zu sein, immer mindestens W2E in dem Bereich abdichten. Ja. Also denke ich, so ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ich selber der Planer bin, gehe ich lieber auf Nummer sicher, dichte eine Wassereinwirkungsklasse Höhe ab, dann kann mir auch im Fall nichts passieren. Gut. Ja, vielleicht hier nochmal ein kurzer Hinweis, wir haben gerade eben über die Stofflichkeit gesprochen. Ich habe hier nochmal ein Produkt aus unserem Hause mitgebracht, das Produkt Multiproof, Hybridabdichtung 1K. Es kann natürlich sein, dass ich in gewissen Duschkombinationen, sagen wir, der Wandbereich hat W1i, der Boden hat W2i, hier kann ich halt zwei verschiedene Stoffe einsetzen. Ja. Ja, beziehungsweise den Polymerdispersion, die ich nur im Wandbereich einsetzen darf, darf ich nicht im Bodenbereich einsetzen. Haben wir gesagt, das ist natürlich für den Verarbeiter ein Hindernis, dass er mit zwei Abdichtungsstoffen hantieren muss und haben mit Multiproof jetzt ein Produkt geschafft, was quasi 2-in-1 ist. Okay. Also das heißt, ich kann das sowohl für den geringen Bereich einsetzen, bis 0,5 mm Trockenschichtdicke und dann im Bodenbereich bis 2 mm. Okay. Mit dem großen Vorteil, ich habe ein 1K-Produkt, das ist gebrauchsfähig. Ja. Ich mache den einmal auf, los geht's. Ich brauche kein Wasser. Also das bedeutet, ich kann im Wandbereich das Produkt, also ein Produkt kann ich im Wandbereich als Polymerdispersion, also ich könnte es im Wandbereich rollen, auch meine 0,5 mm Trockenschichtdecke. Und mit dem gleichen Produkt kann ich im Bodenbereich die Klasse W2i ausführen. Genau so ist das. Also ich sag mal, ich kann es rollen, ich kann es spachteln und ich kann es halt, und das ist der Clou dabei, in verschiedenen Schichtstärken aufbringen, also Mindesttrockenschichtdicke, je nach Wassereinwirkungsklasse. Und wie gesagt, den großen Vorteil, den ich hierbei sehe, wir wissen das beide selber, wir kommen aus der Praxis, wie ist das, wenn ich mineralische Lichtschirme anrühre, ich habe am Ende immer irgendwann übrig und muss irgendwann wegschmeißen. Ja. Habe ich hierbei nicht. Ich sage mal, ich kann ganz einfach Teilmengen entnehmen und wenn ich fertig bin, mache ich den Deckel drauf und geht's dann jetzt. Und ich spare mir auch nochmal einen Anmischung komplett. Und ich spare mir quer nicht ein, sondern auch wieder immer ein Thema. Genau. Und wir wissen, wie das auf dem Neubau ist. Ich sage mal, irgendwo muss ich Wasser herbekommen, ich muss mir eine Kabeltrommel rausholen, ich muss sie anschließen, ich muss für Strom sorgen, etc. Wie gesagt, hier komme ich mit einem Spachtel und mit dem Produkt auf die Baustelle, kann ich sofort loslegen, bin ich für mich gefahren.
Wie sieht es denn, sagen wir, reden wir natürlich heute über das häusliche Badezimmer. Was ist, kann das Produkt denn auch im Außenbereich eingesetzt werden? Das war natürlich auch nochmal für uns ein entscheidendes Argument, warum wir die Entwicklung in die Richtung gestartet haben. Wir haben gesagt, wir wollen ein All-in-One-Produkt haben. Das heißt, ja. Ich kann das innen einsetzen, ich kann es auch außen einsetzen. Also sprich, Abdichtung von Balkonen, Terrassen etc. kann ich damit letztendlich auch ausführen. Okay. Ich brauche nur ein einziges Produkt, mit dem ich 95% meiner Abdichtungsmaßnahmen durch. Das ist ja der Wahnsinn. Also man hat ein Produkt dazu, man hat immer das richtige Produkt dabei so und kann es dann auch in der, ich muss immer nur darauf achten, in welche Trockenschicht ich es verarbeite. Exakt, so ist das. Ja, Andreas, vielleicht nochmal ein Punkt, der uns auch immer häufig erreicht. Das Thema Abdichten unter und hinter Badewanne, ein großes Thema, viel diskutiert, weil oftmals problembehaftet. Richtig. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen. Ja, es war in der Vergangenheit war es immer so gewesen, dass wenn wir feuchtigkeitsempfindliche Untergründe haben, musste ich hinter der Badewanne bzw. unter der Badewanne abdichten. Mhm. Nur jeder kennt die Situation. Oftmals die Versorgungsleitungen werden da durchgeführt und dann war es immer relativ aufwendig. Ich musste Abkofferungen erstellen, aufwendig und dann Dichtbänder einarbeiten, eine ganze Menge Ecken verarbeiten und das war relativ aufwendig. Das ist eine Neuerung und das ist aus meiner Sicht auch ein logischer Schritt. Ich kann die Abdichtungsebene verlegen. Ich kann die Abdichtungsebene von unter der Badewanne auf den Badewannenrand verlegen. Und so habe ich die Möglichkeit, mit speziellen Wannenranddichtbändern zu arbeiten. Das ist eine akzeptierte Lösung. Es ist auch schon seit Jahren eine praktikable Lösung, die sich durchgesetzt hat und eine funktionale Lösung. Aber hier komme ich jetzt an den Punkt, wo ich dann quasi eine Schnittstelle mit dem anderen Gewerk habe. Genau, da kommen wir an den ersten Punkt mit einer Schnittstelle zu einem anderen Gewerk. Und zwar geht es da oftmals auch schon drum, man hat andere Anforderungen daran. Ja? Mhm. Im Prinzip der Fliesenleger, deswegen ist es eine Schnittstelle und man muss sich auch nochmal abstimmen darüber, ganz besonders. Weil der Fliesenleger möchte natürlich das Band am besten in eine Schlaufe gelegt haben, wo er nochmal ein bisschen Unebenheit im Wandbereich ausarbeiten kann. So der Installateur, der denkt da oftmals nicht dran und fixiertes Stahl in der Badewanne. Da sind wir schon an einem Punkt. Das ist im Bereich im Merkblatt Schnittstelle geklärt. Die Montage des Dichtbandes an der Badewanne ist Aufgabe des SAK-Fachbetriebs. Er muss die Dichtbahn bzw. das Wandranddichtband an der Badewanne anmontieren. Nachher den Schritt in die Verbundabdichtung. Das ist natürlich wieder Aufgabe vom Fliesenleger, weil er muss das Wandranddichtband fachgerecht in die Verbundabdichtung mit einarbeiten. Ja. Also wir müssen uns da schon drüber abstimmen und auch nochmal. Oftmals werden wir gefragt oder in vielen Situationen konfrontiert, ist das Wandranddichtband denn zulässig? So, dann soll ich mir natürlich den Herstellernachweis anschauen. Was schreibt der Hersteller in sein Merkblatt rein? Welche Abschichtungsstoffe, Materialbasis soll er denn verwenden? Zur Not, wenn Sie sich ganz unsicher sind, können Sie uns auch jederzeit gerne kontaktieren. Mhm. Ja, ich sag mal, auch ein Bild, das uns häufig mal erreicht. Genau. Sag mal, wie sieht das Thema Wandranddichtband in dem Bereich aus? Es ist natürlich ein schönes Wandranddichtband durchgeführt und ich kann natürlich, und ein Durchbruch ist natürlich irgendwo, wo ich sage, okay, das ist am Thema vorbei. Da würde ich mir aber auch, wir haben eine kleine Montageanleitung dazu gemacht, da ich wirklich sagen kann, in diesem Eckbereich, wie umgehe ich das? Und zwar kann ich da mit einem kleinen Schlaufentrick arbeiten und habe da wirklich einen geschlossenen Bereich. Also das heißt, so wie es das hier darstellt, kann man jetzt nicht zum Fliesenleger sagen, man macht ein bisschen Silikon rein und dann passt das schon? Ja, gerade dieses Thema ein bisschen Silikon oder so weiter, was dem Fliesenleger oftmals dann aufverlangt wird oder der Fliesenleger, der wird schon richten, weil er der Letzte ist im Prinzip auf der Baustelle. Das funktioniert im Fall nicht. Hier ist natürlich das Schöne noch, wir haben eine Unterbeleuchtung da, also mit der Taschenlampe hat einer geleuchtet, das sieht man natürlich besser, das passiert oftmals nicht. Ja, und da muss ich natürlich wirklich prüfen, wie ist das. Ein ganz wichtiger Hinweis, auch wenn ich diesen Bereich der Schlaufe immer nur habe, da empfehlen wir auch nicht mit Silikon. Silikon ist nicht der geeignete Stoff, es ist kein Dichtstoff, sondern diese Schlaufe, wenn ich diese schlaufenförmige Art habe, das mit MS-Polymer zu schließen. Ja. Bei uns aus dem Haus ist zum Beispiel das MS6 dafür bestens geeignet. Ganz einfach, damit ich diese Schlaufe komplett verschließe und es kein Wasser hinten laufen kann. Ansonsten über die Silikonfuge könnte Wasser einringen und wird sie hinten immer aufsammeln. So, wir haben das Wandranddichtband, was 100% dicht ist und irgendwann sammelt sich dann eine ganze Menge Wasser an und fängt an zu modern und zu stinken, weil es nicht sauber ablaufen kann. Also ich halte an der Stelle nochmal ganz kurz fest, wichtig zu wissen ist, ich kann die Abdichtungsebene verlegen auf den Wandrand. Zwei Gewerke müssen sich hier miteinander unterhalten, das heißt der SAK-Fachbetrieb und der Fliesenleger, und die sollten sich halt auch über die Ausführungen unterhalten, dass halt solche Punkte, die wir hier gerade gesehen haben, ja, nachher nicht zustande kommen. Genau, da muss man miteinander kommunizieren. Ja, ich denke, auch ein Punkt, Standsicherheit, Wanne, ich kann mich an die Vergangenheit erinnern, machst du mal ein bisschen Fliesenkleber runter, dann helfe ich schon. Wer ist für die Standsicherheit der Wanne zuständig? Das ist auch geregelt, soll die Standsicherheit, muss durch den SAK-Fachbetrieb gewährleistet werden, ganz einfach. Es gibt auch mittlerweile gute Systeme, wo man so eine Acrylbadewanne in jeder Größe sauber aufstellen kann, die richtig festigen kann, auch durch Wandanker und so weiter. Das ist nicht Aufgabe vom Fliesenkleber, machen wir uns auch nichts vor. Unten runter an den Standfüßen eventuell, mit Fliesenkleber ein bisschen was festgesetzt,
kann eher noch ein bisschen negativ sein, ganz einfach dazu, wenn wir so schallentkoppelnde Füße haben, wo die Wanne mit aufgestellt und wir machen da den Kontakt, weil wir mit Fliesenkleber den einschmieren, ist das System in dem Hinsicht auch schon wieder hinten. Das muss einfach vom SAK-Fachbetrieb gewährleistet werden. Weil du gerade mal von dem Thema Wandanker sprachst. Ja. Ich sag mal, ich kenne das noch aus diesen großen viertelrunden Duschen oder Badewannen, die hinten eine breite Ablage haben. Richtig. Wenn da kein Wandanker drin war, dann konnte man die Ablage nachher auch direkt runterdrücken. Und hier ist ja auch ein Punkt, das ist Aufgabe des SAK-Fachbetriebs, die Standsicherung herzustellen. Genau. Und die Verkleidung, ob es jetzt mit der Bauplatte gemacht wird, würde ich jetzt bei 80% sagen, das wird heutzutage mit der Bauplatte gemacht, oder mit einem Porenbeton. Das erfüllt keine statische Aufgabe. Also ist auch nicht zu erwarten, dass das super fest wird, sondern es ist keine statische Aufgabe, sondern es dient rein zur Verkleidung. Guter Hinweis. Ja, noch ein Punkt, der immer bei uns wieder aufkommt am Telefon, ich sag mal, das unbeliebte Thema des Blindstopfens, ja, für die jeweilige Wasserleitung. Da auch nochmal ein paar Informationen gerne. Genau, Anschlüsse durch Dringung, also mit dem Foto auf der linken Seite, was wir da sehen, da können wir mittlerweile eine ganz große Datei, die erreichen uns immer wieder, insbesondere bei uns in der Anwendungstechnik, da kann ich natürlich nicht andichten. Ne? Das sollte ich tun, ich es auch nicht machen. Was passiert in diesem Fall? Ich würde mit meiner Dichtmanschette über diesen Baustopfen gehen und dann würden die Verbundabdichtungsarbeiten durchgeführt, Fliesenarbeiten. So. Und am Ende des Tages kommt der SAK-Fachmann vorbei und zieht diesen Baustopfen, um die Armaturfach gerecht oder so weiter zu montieren. So, jetzt ist da die Möglichkeit immer, er zieht den Baustopfen und zieht auch die Manschette mit nach vorne und diese Manschette fällt dann wieder nach hinten. So, und dadurch, durch diese Bewegung einmal nach vorne und fällt nach hinten, kann es zu einer Undichtigkeit kommen. So, da hätte ich einen Bereich, wo mir das Wasser bzw. das Duschwasser ständig wieder penetrieren würde und dahinter laufen kann. Ja. Frage von meiner Seite, ist das auch geregelt? Es ist geregelt, die Dichtmanschette, da steht auch eine Schnittstelle drin, die Dichtmanschette muss die Rohrleitung wasserdicht umschließen. Ja, die fachgerechte Ausrichtung des Baustopfens obliegt den SAK-Fachmann. Sollte man sagen, okay, uns ist es zu aufwendig, wir können das so schlecht abschätzen, wenn wir vor Ort sind. Es gibt mittlerweile auch gute, praktikable Systeme unterschiedlicher Art, die mir da so ein bisschen helfen. Das eine System ist, dass er dann mit Kunststoffring hat, wo dann die Manschette drauf geht. Es gibt aber auch Gummimanschetten im Bereich des Baustopfens. Da gibt es eine Menge gute Systeme und ansonsten müsste man sich der SAK-Fachbetrieb überlegen, ob ich so ein System einsetze. Also heißt, mal angenommen, der Fliesenleger findet jetzt den Baustopfen auf der Baustelle in der Wand. Richtig. Muss er quasi den SAK-Fachbetrieb anrufen und sagen, hör mal, kann ich nicht drauf abdichten, bitte mach mir eine Verlängerung drauf. Genau, macht man eine dementsprechende Verlängerung drauf. Jetzt sind die Maße sind gegeben. Ist natürlich schön optimal hier ausgeführt. Man sieht unten die Dichtmanschette und schließt die Wasserrohrleitung. Und dann ist das auch keine Schäden in dem Bereich zu erwarten. Ganz wichtig ist auch nochmal, wo wir darauf hinweisen, wenn ich nachher diese Fuge habe, da hilft es auch nicht nachher mit Silikon die Sachen zu verschließen, ist auch kontraproduktiv, sondern da sollte auch mit geeigneten Dichtstoff zu machen, da sollte man in der Regel eignen, sich da sehr, sehr gut für MS-Polymer heutzutage. Na, prima, danke für den Hinweis. Gerne. Ja, Thema Flanschbreite ist auch viel diskutiert und hier gibt es auch das Regelwerk entsprechender Vorgaben. Wäre, glaube ich, für unsere Zuschauer wichtig, mal zu wissen, wo sind da die Eckpunkte, wo muss ich mich dran halten? Flanschbreite heißt diskutiert immer in der Vergangenheit. Jeder kennt die Situation, man kommt auf die Baustelle, man hat eine Linienentwässerung da und guckt sich den Flansch an, hat so einen 10 mm Flansch. Und dann überlegt man sich, mit welchem Dichtstoff kriege ich da mit einer Flüssigfolie, mit welchem Dichtstoff kriege ich überhaupt eine Haftung zum Flansch hin? Und diese schmale Flanschbreite, wie funktioniert das? Das ist das Schöne für die Wassereinwirkungsklasse W2I, was das häusliche Badezimmer ist. Brauche ich eine Flanschbreite von 30 mm. 30 mm, da kann ich sauber mein Dichtband sauber anarbeiten und montieren. In der Klasse W3I, also sprich Großküchen, Schwimmbecken, umgehen, also hochindustrielle Bereiche, da brauchen wir auch eine Flanschbreite von 50 mm. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, Flanschbreite 30 oder 50 mm, ich sag mal, Trend ist ja durchaus auch ein wandnaher Einbau. Ich sag mal, genau. Gibt es auch Lösungen, dass ich geringere Flanschbreite? Da gibt es auch noch mehr Lösungen, die würde ich gleich nochmal ganz kurz vorstellen, weil da haben wir die Möglichkeit, wenn man eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette hat, kann ich reduzieren. Andere Vorteile nochmal, wenn ich eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette habe, ist auch nochmal der andere Vorteil. Die Verklebung einer Manschette auf Bauseite, auf einen Flansch, die darf nämlich auch nicht mit jedem Abdichtungsstoff durchgeführt werden, sondern die sollte
Ein ganz wichtiger Punkt, ich darf nur einen Reaktionssatz verwenden, ich darf nur eine zweikomponentige mineralische Dichtungsstämme verwenden oder einen geeigneten Dichtstämme. Ja, also da sollte ich auch jetzt nicht die einkomponentige Dichtstämme, die heutzutage eigentlich in der Regel verwendet wird, wenn sie benutzt wird, oder auch zum Beispiel eine Flüssigfolie. Die Stoffe sind da definitiv nicht für geeignet und dürfen nicht eingesetzt werden. Aber heißt, wenn ich werkseitig habe, dann habe ich als Fliesenleger letztendlich auch, oder auch als Installateur das große Glück, oder was heißt das Glück, aber dann habe ich quasi mit der Andichtung nichts zu tun, dann ist industriell fertig, dann kann ich nämlich auf den Hersteller rufen. Ja, wir haben mal ein Foto mitgebracht, das ist unsere werkseitig angebrachte Dichtmanschette, wie man hier schön sehen kann. Und zwar, hier sieht man auf der linken Seite, also an den kurzen Seiten, und im hinteren Bereich haben wir eine Flanschbreite von 14 mm. Mhm. So, die kann ich auch im Wandbereich sauber ranrücken. Wir haben die werkseitig angebrachte Dichtmanschette, die ausreichend lang ist. So, und kann dann nachher die Verbundabdichtung da anfügen. Der große Vorteil ist, jeder kommt wenn ich mit dem Wandbelag runterkomme, mit diesen 14 mm entsteht dann nachher nur noch eine ganz kleine Fuge. Sollte ich einen stärkeren Wandbelag haben, kann ich die rein. Aber so brauche ich nicht wieder extra eine wandnahe Lösung schaffen oder ein anderes Rinnensystem haben. So, dann hat man natürlich eine ganze Menge an Systemen, wo eine Edelstahlkante ist, die kann ich nur wandnah einbauen. Oder ich habe eine, die ich im System, im Raum einbauen kann. Und das ist das Schöne bei unserer Botan mit Water LD, dass wir alle Möglichkeiten haben. Ja, klingt nach einer perfekten Lösung, genau. Insbesondere dann, wenn es dann wirklich wandnah sein wollen. Ne? Wir haben ja nochmal so ein paar Daten dazu. Bei der Botam & Water LD ist eine Edelstahl-Linienwässerung. Wir haben eine komplette Edelstahlausführung. Wir haben natürlich auch eine sekundäre Wässerungsebene, die der Fliesenleger ausführen kann, wie er es gerne möchte. Die werkseitig angebrachte Dichtmanschette, das ist ein Riesenvorteil aus meiner Sicht, weil da übernehmen wir die komplette Haftung dafür, wie die Manschette angebracht ist. Mhm. Wir haben eine reversible Edelstahlabdeckung, auch mal wieder ein Thema, was möchte ich haben, beziehungsweise was möchte mein Kunde haben. Ne? Ich kann die Edelstahlabdeckung lassen, ich kann aber auch die Mulde drehen und kann sie dann direkt befliesen. Auch nochmal ein Riesenvorteil. Also das heißt, ich kann auch dann die Optik entscheiden. Ob ich sage, genau. Ich möchte Edelstahloptik oder ich möchte die Keramikoptik. Genau. Habe ich alles in einem System drin. Dann haben wir noch eine kleine integrierte Estri-Abziehkante. Worum handelt es sich da? Und zwar im vorderen Bereich, die zum Raum hingeht, haben wir die um 5 mm so ein bisschen leicht abgesenkt. Das hat den Vorteil, da bleibe ich mit den Estri. Wenn ich den Estri ziehe, immer ein kleines Stück tiefer. Ja, und wenn ich dann mit der Verbundabdichtung sauber anarbeite, habe ich immer eine durchgehende Ebene. Ich schaffe mir nicht so eine kleine Beule im Rinnenbereich. Das ist auch nochmal ein kleiner Vorteil. Also heißt, da kann dann auch kein Wasser stehen bleiben. Dann haben wir nochmal einen fünffach höhenverstellbaren Edelstahlrahmen, viele Größen verfügbar. Sollten Sie für Ihr Projekt eine Sonderanfertigung brauchen, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. Hier haben wir nochmal ein paar Bilder mitgebracht. Ganz wichtiges Thema ist natürlich immer wieder die Bauteilhöhe. Bei unserer DN40-Variante haben wir eine Bauteilhöhe von 63 mm, also ein extrem schlankes System, gerade in der Sanierung. Bei der DN50-Variante haben wir eine Bauteilhöhe von 76 mm. Das Schöne ist noch, sie ist hygienisch leicht zu reinigen. Wir sehen hier mal von der Rückseite das Bild, weil es komplett aus Edelstahl ausgefüllt ist, oder Siphon. Hier sieht man nochmal einen Blick von oben drauf. Hier sieht man das H-Sieb. Das H-Sieb ist auch gleichzeitig der Geruchsverschluss. Also im Prinzip eine Lösung, wenn man es mal ein bisschen weitergeht, sieht man mal, wenn wir das H-Sieb bzw. Geruchsverschluss rausgezogen, ist sie leicht zugänglich. Das heißt, auch wenn der Abfluss mal verstopft sein sollte, kann die wunderbar an die Rohrleitung gehen. Ja, ist natürlich dann auch perfekt durchdacht. Ich sage mal, mit dem H-Sieb erfülle ich gleich beide Funktionen. Ich sorge dafür, dass keine Haare eindringen können, plus die Tatsache, dass ich die Stauwelle stelle. Ja, perfekt. Ja, auch ein Bild, das uns oftmals erreicht oder wo wir Fragen zu kriegen. Bodengleiche Duschen, wenn sie dann einmal in der Benutzung sind, können sie auch nach einem Zeitraum X mal so aussehen. Was ist die Ursache? Zeitraum X ist immer welchen? Es gibt einen langfristigen Zeitraum und einen kurzfristigen. So, wenn wir so gucken, diese weißlichen Ausblühungen, das kann schon ein Problem sein, was kurzfristig auftaucht. Ja, wenn wir gerade in der Sanierung sind, wir kennen die Familie ist zu Hause, der Fliesenleger hat die Arbeiten gerade ausgeführt, sondern sagt man, okay, wir müssen jetzt 7 Tage mindestens warten, bis die zementären Systeme so weit abgebunden sind, dass ihr die Beduschen müssen. Möchte natürlich der Kunde. Der Kunde, der möchte wieder sein ganz normal sein Badezimmer, der freut sich darauf, wieder benutzen zu können. Und diese Flächen werden dann mit Wasser beauftragt. Im schlimmsten Fall, okay, denkt die Hausfrau oder denkt sich auch noch, okay, jetzt muss ich natürlich den ganzen Belag schön sauber reinigen. Wir wollen natürlich einen langlebigen Belag haben. Und geht dann im frühen Stadium eventuell auch mit Reinigungsmitteln schon dran. So, jetzt haben die ganzen Systeme noch nicht richtig abgebunden und dann kannst du diesen weißlichen Ausblühung kommen. Den kann man natürlich wunderbar entgegenwirken, indem ich diesen Bereich schnell abbindende Systeme mal verwende. Das heißt, schnell abbindende Kleber, die dann komplett abgebunden sind nach kürzester Zeit und dann haben wir eine breite Produktpalette. Anderes Thema, was immer wieder auftreten kann in diesem Bereich, sind diese Ausblühungen bzw. die Fuge verändert sich. So, am besten Fall habe ich eine anthrazitfarbene Fuge, die sieht am Anfang wunderschön aus und über den Zeitraum X
wird sie immer heller, sie wird immer hellgrau und wirkt eigentlich gar nicht mehr so richtig schön. Das kann öfters auch ein Hinweis darauf sein, auf den Einsatz von falschen Reinigungsmitteln. So. Gerade heutzutage, wenn wir uns das anschauen, kurz vor der Tagesschau kommt dann die Werbung so, und dann werden die Reiniger angeboten, kurz aufsprühen, so am besten dann noch so 10, 15 Minuten einwirken lassen und dann einfach mit Wasserstoff abspritzen. Da muss man natürlich beachten, was passiert dann. Ne? Du hast dann auch eine ganze Menge Erfahrung, du kennst auch die Baustellentermine. Das sind natürlich hochaggressive Reiniger mit pH-Werten von? Ja, 2 bis 3. Und weniger manchmal? Und weniger. Und wenn wir uns das mal anschauen, es gibt ja auch eine Fachinformation, Merkblatt, reinigen, schützen, pflegen. Da steht drin, ich sollte die Fugen, bevor ich eine stark saure Reinigung unternehme, sollte ich sie ausreichend vornässen. Weil dieses Vornässen die Fuge sättigt und der Reiniger kann nicht so tief eindringen. Das haben wir in dem schlimmsten Szenario. Die Hausfrau, die kennt sich damit nicht so richtig aus, sie verwendet diese Reinigung und zerstört einfach ein komplettes zementäres System. Die ganze Fuge wird komplett zerstört und man hat über den gewissen Zeitraum natürlich so eine unansehnliche Dusche. Ja, aber der Punkt, der natürlich noch dazu kommt, ist natürlich auch das Thema Einwirkzeit. Ne? Ja. Ich sag mal, man meint oft, viel hilft viel, also ja. Lange warten macht es ja. Auch besonders sauber. Problem ist, das kann durchaus sein, aber ich sag mal, die Fuge wird dann natürlich schon in dem Bereich auch angegriffen. Ja, vor allem umso konzentrierter, umso besser. Ne? Dann wollen wir besonders viel und besonders viel Gutes tun und benutzen nochmal extra viel. Ne? Und guckt sich auch gar nicht eventuell die Verpackung an, in welche Konzentration soll der Reiniger eventuell auch verdünnt werden. Aber es gibt die Lösung. Genau. Also ich sage mal, von vielen Sachverständigen befürwortet heute. Ja. Ich sage mal, das Thema Reaktionsharz. Für viele in der Vergangenheit ein rotes Tuch, wo wir nichts mit zu tun haben. Aber dennoch, mittlerweile hat sich das wirklich sehr etabliert am Markt. Gerade für den Bereich Barrierefreiheit, wo ich wirklich viel Wasser anfände. Ich sage mal, du hast die Probleme ja gerade auch schon entsprechend geschildert, die da auftreten können. Haben wir uns zum Ziel gesetzt, hier auch eine entsprechende Fuge zu entwickeln, ja. Auf Reaktionsratsbasis, die quasi all diesen Beanspruchungen letztendlich trotz Ziele aufnimmt. Mhm. Also sprich scharfe Reiniger, hohe mechanische okay. Beanspruchungen etc. Okay. Harzfuge. So, dann denke ich immer so, Harz, aber ist das denn nicht unheimlich aufwendig? Muss ich nicht wieder spezielle Reiniger dabei haben? Muss ich nicht wieder auch den ich sag mal, für warmes Wasser sorgen? Wie muss ich mir das vorstellen? Gerade in der Vergangenheit, klar, Beständigkeiten, wunderbar, aber wie sieht das denn in der Verarbeitung aus, gerade im privaten Bereich? Ja, ich glaube, das war die große Anforderung dabei. Also nochmal, wir wissen aus der Vergangenheit, Reaktionsharzfugen haben die wenigsten gerne machen wollen. Hm. Schlecht zu verarbeiten, starke Geruchsbelästigung. Ich musste mit warmem Wasser arbeiten. Okay. Ich muss ja entsprechende Pads verwenden und so weiter. Mhm. Alles das haben wir bei Multifuge da nicht mehr. Ja. Ja, ich sage mal, wir haben hier eine große Performance, 2 bis 10 mm. Und wir loben also auch extra aus, leicht mit kaltem Wasser zu waschen. Okay. Das heißt, ich brauche kein temperiertes Wasser. Ich kann selbstverständlich temperiertes Wasser nehmen, ja. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Also ich möchte sagen, wir sind an einem Punkt, wo eine zementäre Fuge oder wo eine Reaktionsharzfuge von den Verarbeitungseigenschaften in puncto Einfugen, in puncto okay. Abwaschen so nah an einer zementären Fuge sind, dass er mittlerweile draußen auch eine sehr hohe Akzeptanz hat. Nicht nur bei den Sachverständigen, sondern letztendlich auch bei der Verarbeitung. Ja, das hört sich ja sehr, sehr interessant an. Auch nochmal für den Endkunden, dann, der kann dann auch nochmal etwas aggressiveren Unterhaltsreiniger verwenden und hat trotzdem eine farbbrillante Fuge? Also klar, ich sag mal, wir entwickeln natürlich immer gerne Produkte mit, ja. mit Gürtel und Hosenträger. Ja. Ne? Und ich sag mal, an dem Punkt, klar, durchaus, ich sag mal, gewisse Reaktionsharzfugen haben eine große Range, also mhm. in der pH-Bandbreite. Hier kann ich mit sauren Reinigern arbeiten, hier kann ich mit stark alkalischen Reinigern arbeiten. Mhm. Plus den Vorteil halt, dass die Fuge keine Wasseraufnahme hat. Okay. Das heißt, ich habe hier auch immer eine hohe Farbbrillanz. Ja. Ich sag mal, wir wissen das, in der Dusche, wenn sie abtrocknet, Randbereich hell, in der Mitte dunkel. Mhm. Wie gesagt, bei Reaktionsharzfugen habe ich eine Wasseraufnahme von 0,0 Gramm. Mhm. Ja, stellt zwar keine Abdichtungsebene dar, ja. aber dennoch zieht kein Wasser. Das heißt, ich habe dann auch immer einen einheitlichen Farbton und kann halt hohe mechanische und chemische Belastungen halt damit auf. Du bist ja nah am Markt dran. Wie ist denn die Akzeptanz davon? Ist das ein Thema, dass der Fliesenleger sagt, okay, ich möchte es immer mehr einsetzen, der Epoxidharzfuge? Also der ist einfach stark gewachsen. Ich sage, am Anfang muss man noch ein bisschen Überzeugungsarbeit betreiben. Ja. Und ich sage mal, Multifuge Diamond Max ist jetzt auch schon die zweite Generation. Wir haben uns auch mal ein bisschen Feedback geholt und haben nochmal gefragt, an welchem Punkt können wir noch ein bisschen was verbessern. Mhm. Aber ich muss sagen, als wir das erste Produkt auf den Markt gebracht haben, haben wir viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber die Vorteile sprechen ganz klar für sich. Da liegen die Fakten auf der Hand und die Akzeptanz wächst dann einfach. Und ich sage mal, gerade in dem Bereich barrierefreie Dusche äußerst interessant, dass wir eine Reaktion haben.
Ja, klingt natürlich irgendwie ein Problemlöser und dass ich auch nachher nicht nochmal weitere Baustellentermine bei meinen Kunden haben möchte, wo ich diskutieren muss. So ist das. Ne? Und ich sag mal, wir wissen, die Fuge hat massiven Auswirkungen auf die Optik des Belages. Okay. Und ich sag mal, wenn die natürlich irgendwann unansehnlich wird, dann kommt relativ schnell der Anruf und dann kommt die Frage, was hier passiert, was ist falsch gelaufen. Und ich sag mal, mit Reaktionsharzfugen haben wir ja für eine höhere Beständigkeit sehr gute Erfahrung und eine hohe Akzeptanz. Gut, wir bedanken uns bei Ihnen. Für spätere Fragen stehen wir natürlich online zur Verfügung. Sie sehen nochmal unsere Kontaktadresse, wo Sie uns auch jederzeit nochmal kontaktieren können, wenn Sie Fragen haben oder auch um Rückruf beten können. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen noch einen angenehmen Messeaufenthalt bei der ersten virtuellen Messe, die wir auch begleiten und so weiter. Ich wünsche allen noch viel Spaß und schönen Tag. Ja, schönen Tag und alles Gute. Danke. Bitte.